Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es mal wieder um neues Make-up. Und zwar hat sich ja die letzten Monate und Wochen wieder so viel bei mir angesammelt, dass ich mir gedacht habe, es ist mal wieder Zeit für ein Video mit neuem Make-up. Das ist nicht alles Make-up, was neu auf dem Markt ist, aber neu für mich. Und zwar vieles auch inspiriert von den YouTubern, die ich gerne sehe und aus deren Jahresfavoriten, da waren ein paar Sachen dabei, da habe ich mir gedacht, die bestelle ich mal und teste die mal aus. Und ich habe Sachen da von Burberry, ein Highlighter von Trish McAvoy, ganz spannende Sachen für die Augen, Lippenstifte von Givenchy, ein Highlighter auch nochmal von Givenchy, einen neuen Primer von Armani. Ich habe hier mehr Sachen liegen, als ich jetzt auf einmal benutzen könnte, aber ich starte einfach mal und anfangen möchte ich mit einem Primer von Giorgio Armani. Der war bei Morgan Turner in den Jahresfavoriten. Das ist der Luminous Silk Hydrating Primer und sie hat von dem geschwärmt und gesagt, das ist ihr Favorit aus dem letzten Jahr und ich hatte von dem noch gar nicht so viel gehört, dass ich mir gedacht habe, ich probiere den mal aus. Es sind 30 Milliliter enthalten, 12 Monate Haltbarkeit, macht einen sehr optisch netten Eindruck. Das ist so eine also harte Tube, die man nicht so leicht drücken kann. Ich gebe mir mal ein bisschen was hier auf den Handrücken und der sieht so ein wenig peachig aus. Man hat so einen pfirsichfarbenen Unterton, ist einigermaßen flüssig. Ich trage den jetzt mal nur auf die eine Seite von meinem Gesicht auf. Also was ich sofort spüre, dass er einen sehr hydratisierenden Eindruck macht. Nicht wundern, wenn ich irgendwo fleckig bin. Ich habe gerade Selbstbräuner drauf und habe praktisch nur mein Gesicht abgewaschen, aber noch nicht den Rest. So, das ist jetzt auf einer Hälfte von meinem Gesicht aufgetragen. Ich weiß nicht, man sieht nicht direkt einen Unterschied. Also ich kann jetzt keinen so Blurring-Effekt oder so erkennen. Was er aber schön macht, er hat so eine, ja, er gibt so eine cremige Unterlage, so ein bisschen silikonig fühlt sich's an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Foundations da gut drüber gleiten und meine Haut fühlt sich gut durchfeuchtet an. Das mag ich ja sehr gerne. Trag den mal auf die andere Seite aus. Das ist aber, Primer ist immer so ein Produkt, das muss man öfter testen, um da sich eine Meinung bilden zu können. Und dann sieht das so aus. Ich hole euch am besten gleich mal näher ran für das nächste Produkt. Und zwar bei dem nächsten Produkt, da bin ich total gespannt. Das hat Angie von dem Kanal Hot and Flashy in ihren Jahresfavoriten gehabt. Und zwar ist das von Trish McAvoy. Das ist, glaube ich, eine Make-up-Artistin und sie hat geschwärmt von dem Treatment Eye Brightener, also Trish McAvoy Instant Eye Lift. Ich habe das bestellt bei Selfridges. Ich habe das hier in Deutschland noch gar nicht gesehen. Ich werde aber noch mal schauen, ob man das auch in Deutschland kaufen kann, weil wir bei Selfridges zwar mittlerweile wieder bestellen können, aber etwas Zollgebühren drauf bezahlen. Ich fand das aber so spannend und die schreiben, dass das eine multifunktionale Augenbehandlung ist und ein, ja, Brightener, also ein Produkt, was Helligkeit spendet und das soll die feinen Linien total aussmoothen und einen dramatischen Lifted-Effekt bieten. Es ist nicht parfümiert, es ist glutenfrei, parabenfrei, vegan, nicht getestet an Tieren. Dann die Box soll wohl auch so clean als möglich hergestellt oder so umweltfreundlich als möglich hergestellt worden sein. Also die achten da wohl auch sehr drauf. Man hat 3 Milliliter enthalten. Das gibt es in 2 Farben. Ich habe die hellere von beiden. Das ist Light to Medium. Und dann gibt es noch Medium to 10. Und auf dem Handrücken sieht das so rosa aus. Also Brightening kann ich mir vorstellen. Das ist ziemlich fest. Ich nehme da einfach mal hier so ein bisschen, also die sagen, man soll das ganz normal in so einem Triangel
auftragen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich davon nutzen soll. Nehmen wir hier nochmal so ein bisschen mehr. Und das kann man entweder alleine tragen oder halt auch unter, ja, Foundation oder dann unter Concealer. Und dann sieht das auf der Seite so aus. Ich denke, man kann hier sehr gut erkennen, dass es einen gut aufhellenden Effekt hat. Ich muss jetzt mal selber im Spiegel schauen. Sie schreiben einen sofort dramatischen Lifting-Effekt. Also dramatisch sehe ich jetzt nichts auf den ersten Blick. Also meine Linie hier ist immer noch da und auch immer noch sichtbar. Ansonsten habe ich schon so ein wenig das Gefühl, dass es dadurch, dass es auch so eine feste Konsistenz ist, dass es schon so ein bisschen so ein wenig einen Plumping-Effekt gibt. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Das ist jetzt einmal ohne und das ist einmal mit. Also das ist auf jeden Fall ein Produkt, das muss ich weiter testen. Ich gebe es jetzt nochmal auf die andere Seite auf. Also was mir schon mal gut gefällt, ist dieser Brightening-Effekt. Auch der rosa Unterton, das mag ich sehr gerne. Also viele meiner Concealer, die ich liebe, haben so einen Ton. Wenn man jetzt natürlich Abdeckung haben möchte, dann braucht man schon nochmal einen Concealer. Von der Marke gibt es auch, also die hat mehrere Sachen. Ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Also die hat auch Foundation, Bronzer, Blush, Parfums, also alles Mögliche. Ich bin mal gespannt, wenn mir das jetzt gefällt in der nächsten Zeit, dann werde ich da gerne mal mehr probieren. Lasst mich mal wissen, ob ihr schon was von der Marke versucht habt, ob ihr da was empfehlen könnt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und bei so Make-up-Artists, da denke ich auch immer, die haben Ahnung von ihrem Job und haben dann auch Ahnung, was sie wollen und was vielleicht für viele auch dann funktionieren könnte. Und von der gleichen Marke habe ich mir auch einen Lidschattenprimer, also so eine Eye Base Essentials nennt sie das, mitgenommen. Da sind 3,54 Milliliter enthalten. Kostet 32,50 €. Das sieht so aus. Die Verpackung finde ich ganz schön gemacht. Ich habe den noch gar nicht probiert und der hat sich hier so ein bisschen abgesetzt. Da muss ich dann, glaube ich, mal ein wenig rumwischen. Und der Primer fürs Augenlid sieht so aus. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Den auch einfach mal direkt hier auf beide Augen. Der hat so eine beige Farbe. Das mag ich immer ganz gerne, weil das dann doch die Rötung ausgleicht. Fühlt sich auch so leicht silikonig an. So wie ich es jetzt erkennen konnte, ist das auch so eine Marke, die halt versucht, die natürliche Schönheit hervorzuheben und zu unterstützen. Also alles eher auf der natürlichen Seite. Und das ist der Primer für die Augen. Der gefällt mir gut von der Farbe her. Also der hat schön ausgeglichen. Fühlt sich jetzt noch ein bisschen klebrig an, aber ansonsten nicht schlecht. Augenbrauen habe ich jetzt schon mal gemacht. Da habe ich kein Produkt hier, was ich noch nicht gezeigt hätte und was neu für mich ist. Bei der Foundation, da habe ich jetzt auch keine neue, aber diese hier wurde auch in einem Jahresfavoriten erwähnt. Das ist von Kogendo, die My Funchy Moisture Foundation. Das kommt in so einer kleinen Tube. Man hat hier 20 Gramm enthalten, also weniger. Die ist auch nicht ganz günstig. Ich habe hier die Farbe 013. Die mochte ich aber immer sehr gerne und habe die aber schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Deswegen dachte ich mir, benutze ich die hier mal. Die sieht so aus. Kogendo ist ja auch eher eine Marke mit so einer oftmals leichteren Deckkraft. Ich trage die mal auf der Seite auf. Das ist ziemlich cremig. Und dann probiere ich auch mal von Reffer den Pinsel Nummer 31. Den hatte ich auch noch nicht benutzt. Mal gucken, wie der funktioniert. Das ist so ein, ja, mit Duo-Fiber. Also die Haare haben unterschiedliche Längen. Ich finde, der piekst ein bisschen. Bei dem ist wahrscheinlich besser, man streicht so als so tupfen, weil dann
piekst er mir. Funktioniert ansonsten ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein liebster Foundation-Pinsel wird. Muss ich aber auch jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Ansonsten ist das die Foundation. Die hat eine leichte Deckkraft. So sieht es ohne aus. Da sind meine Rötungen wieder noch sehr stark sichtbar. Und hier, glaube ich, sieht man schon, ist es schön ausgeglichen, ohne dass es schwer aussieht. Also das ist eine Foundation, die mochte ich immer sehr gerne. Und jetzt im ersten Eindruck, ich habe sie schon so lange nicht mehr benutzt gehabt, habe ich direkt wieder einen sehr guten Eindruck. Und dann sieht die Foundation so aus. Ich finde, ja, eine für mich perfekte Foundation mit einer leichten Deckkraft. Man könnte sie ein bisschen aufbauen, ich brauche das aber gar nicht. Die gibt ein bisschen Glanz, also ist keine Matte. Die fühlt sich auch, ja, gut durchfeuchtend an, obwohl sie so ein bisschen cremiger ist. Hat eine gute Haltbarkeit, also alles in allem eine sehr schöne Foundation. Ich finde eh, die japanischen Marken machen immer, ja, schöne, von der Konsistenz und vom Gefühl her immer sehr schöne Produkte. Da gehört Kogendo auf jeden Fall auch dazu. Gefällt mir sehr gut. In dem Zuge benutze ich auch direkt das Puder. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Video benutzt habe. Zumindest habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt. Das war ein Puder, das ich testen wollte. Das ist auch von, ich glaube, Michelle Wong. Das My Funchy Sheer Moist Powder, ein von ihr hochgelobtes Puder, ein irgendwie Allzeit-Favorit von ihr. Ich bin noch nicht ganz durch mit meinem Testen, also auch bei Puder muss ich das schon über mehrere Wochen testen, um mir eine finale Meinung zu bilden. Aber es ist schon mal sehr vielversprechend und ich gehe da hier mal mit dem Beautylish Pinsel rein. Das war der letztjährige, ich glaube The Year of the Ox, der limitierte Pinsel, der immer rauskommt. Und gebe mir das einfach so übers ganze Gesicht. So, und dann sieht das Gesicht so abgepudert aus. Das ist wirklich ein Puder, das einem nicht so das Gefühl von Austrocknen gibt. Und es ist sehr fein gemahlen. Also man sieht es nicht irgendwie. Das sieht alles sehr ebenmäßig aus. Und eben nicht, ja, man hat nicht dieses komplette Pudergefühl, aber es mattiert schon ein bisschen runter. Also es ist jetzt auch kein so Glowy Powder, das dann nochmal extra Glanz dazu gibt. Und die Zeit, also ich teste es ja jetzt schon ein paar Wochen, da gefällt es mir sehr gut. Ist aber auch noch eins, was ich weiter testen möchte. Was mir jetzt auffällt, dass wirklich meine Augenpartie ziemlich gut aussieht für das. Ich habe ja jetzt keinen Concealer nochmal extra drauf. Und ich finde, das hat einen schönen aufhellenden Effekt gegeben. Ich habe jetzt auch nicht mein aufhellendes Puder unter die Augen gegeben, sondern einfach das Kogendo Puder über das ganze Gesicht. Und trotzdem, finde ich, hat man hier noch diesen aufhellenden Effekt. Also der ist erhalten geblieben. Und soweit sieht meine Partie unter den Augen ganz gut aus. Meine Falten sind nicht weg, leider. Ich finde, das sieht schon schön ebenmäßig aus. So ebenmäßig, wie es halt eben aussehen kann, wenn man Falten hat. Also das ist ein vielversprechendes Produkt. Da freue ich mich, das in der nächsten Zeit nochmal mehr zu testen, um da eine fundiertere Meinung zu bilden als jetzt so ein First Impression. Dann habe ich bei einigen in den Jahresfavoriten gesehen, dass sie den Kosas Bronzer erwähnt haben. Ich weiß gar nicht, ob der letztes oder nicht sogar schon vorletztes Jahr rausgekommen ist. Ich mag den von der Farbe her total gerne. Ich habe einmal die Light und einmal die Medium-Version. Das ist so eine Baked-Formulierung. Was ich nur finde, und da bitte mal, wenn jemand anders da die gleichen oder andere Erfahrungen gemacht hat, die stinken. Also, und nicht, dass die komisch nach Produkt riechen, sondern die stinken richtig, also so kaputt. Und ich habe auch das Gefühl, dass, ja, die meiner Haut nicht gut tun. Und irgendwie weiß ich es nicht. Ich dachte am Anfang, mein Light Bronzer,
wäre derjenige, der am meisten, ja, stinkt. Aber mittlerweile stinkt auch der so. Vielleicht war es auch von Anfang an so. Vielleicht ist es auch der Geruch von dem Produkt. Aber das ist so unangenehm, dass ich den nicht benutzen möchte. Oder also ich bin schon immer am Überlegen, ob ich Kosas mal anschreibe oder ob ich die einfach wegwerfe. Ich benutze den jetzt auch nicht, weil ich Angst habe, dass meine Haut da schlecht drauf reagiert. Nur dadurch, dass ich ihn jetzt bei einigen in den Favoriten gesehen habe, wollte ich es mal jetzt hier erwähnen und wollte mal fragen, ob ich echt zwei Dots bekommen habe, ob das einfach ja der Geruch ist, wenn es halt nicht parfümiert ist und das Produkt riecht einfach so, oder was ihr so davon haltet. Ich bin leider davon so abgeschreckt, dass ich ihn nicht mehr benutze, obwohl mir das Finish sehr gut gefällt. Ich finde, der lässt sich toll auftragen. Ich finde die Farben, die Untertöne sehr schön, aber mit dem Geruch kann ich gar nicht. Das riecht kaputt. Vielleicht bin ich aber jetzt auch nur auf den Geruch empfindlich. Also lasst mich mal da gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit dem Kosas Bronzer habt. Und dann habe ich bei jemandem gesehen, und zwar in den Allzeitfavoriten, da steht ja mein Video auch noch aus, dass jemand den Solarpop Flower Bronzer von Clinique erwähnt hat. Und der, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich werde mal gucken und es dann auf jeden Fall unten verlinken. Ist auch so einer, der ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten in meiner Schublade. Aber das ist auch so eine Bec-Gelee-Formulierung. Ein sehr schöner Bronzer, den ich immer gerne benutzt habe. Und finde, da bietet sich's jetzt mal an. Er hat auch so einen leichten Glanz und da werde ich auch. Und zwar habe ich mir von Sonia Chi den Niji Pro Pinsel gekauft. Der sieht so aus. Das ist fast so ein bisschen wie ihr Fächerpinsel, nur einfach nicht so weit ausgefächert und von der Auflagefläche sehr viel fluffiger und dicker. Er hat auch so von den Haaren etwas mehr Spiel als jetzt der hier. Also der ist einfach etwas fester gebunden. Und ja, beim ersten Launch war ich tatsächlich zu langsam. Normal bin ich immer zackig unterwegs, aber da hatte ich einen Kundentermin und der war innerhalb von einer Viertelstunde oder was ausverkauft. Und jetzt gerade hatte sie ihn nochmal gelauncht. Deswegen habe ich mir den mitgenommen und bin ganz happy und ja, probiere den jetzt zum ersten Mal. Geht er mal hier in das Produkt rein. Er nimmt ganz gut Produkt auf. Ist natürlich von der Form her perfekt auch so zum Konturieren. Man kann ihn aber auch ja weiternehmen oder einfach von der Auflagefläche so. Natürlich auch hier so für die ja Gesichtskontur sind solche Pinsel ideal. Da kommt man halt schön rum. Der ist super weich, also der fühlt sich fantastisch an auf der Haut. Sehr tolle Pinselhaare, muss ich sagen. Ich denke, das ist Ziege. Lässt sich schön auftragen. Und jetzt merke ich mal wieder, wie toll ich den Bronzer finde. Der ist zu vergleichen mit dem von Hatice Schmidt. Das ist auch so ein Bec-Gelee. Das sind so Formulierungen, da kann man nicht viel falsch machen. Die verschmilzen sehr gut mit der Haut. Die lassen sich schön aufbauen, sind nicht gleich so super stark, sehen nicht so pudrig aus. Und dann ist das Ergebnis sehr schön. Der Pinsel, der fühlt sich super weich an. Der gefällt mir auf der Haut richtig gut. Auch von der Form her. Ich hatte ja jetzt die letzte Zeit mehr so fluffige Pinsel verwendet als Bronzer. Aber auch der geht sehr gut. Muss ich weiter testen mit noch anderen Produkten. Das ist jetzt so eine Bec-Gelee-Formulierung gewesen. Die lässt sich auch super soft und super einfach auftragen. Aber ein sehr schöner Bronzer. Da bin ich froh, dass der erwähnt wurde, dass ich den auch mal wieder rauskrame. Ich teste ja so viel neues Make-up und immer so das Neueste. Und dann vergisst man so ein wenig seine alten Schätze. Und gerade um so Produkte ist es echt schade. Und Clinique, da wird nicht ganz so viel drüber gesprochen. Und ja, in dem Fall zu Unrecht. Also der Bronzer und auch die Blushes in dieser Formulierung kann ich nur empfehlen, sind sehr schön, geben ein super schönes
schönes, natürliches Ergebnis. Man muss nicht so aufpassen. Die sind nicht so stark pigmentiert, aber auch nicht so schwach. Also eine ganz klare Empfehlung und kann ich gut verstehen, dass das Produkt in Favoriten auf jeden Fall landet. Was bei einigen auch so als Allzeit-Favorit gehandelt wurde, sind die Blushes von Laura Mercier. Zum Beispiel Alana Davison hat davon viel gesprochen. Ich habe hier die Farbe Chai, die gibt es ja schon ewig gefühlt, aber die sind ja bei vielen immer beliebt. Deswegen dachte ich, ich kram mal meinen auch raus. Die Farbe Chai ist eine sehr helle Farbe, die gibt es in ja, hunderten Farben, möchte ich fast sagen. Also für jeden was dabei. Das ist jetzt ein sehr natürlicher Blush. Der ist sehr schön fein gemahlen, hat ein eher mattes Finish und habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Dafür nehme ich mal von Chico Hodo aus dem Weihnachtsset den Pinsel, den abgeschrägten. Der sieht so aus und gehe da einfach mal in den Blush rein. Der nimmt sehr gut Produkt auf, aber dadurch, dass das eine Farbe ist, die jetzt ja nicht ganz so erschreckend ist, kann man da nicht ganz so viel falsch machen. Sie hat da einige sehr schöne Farben. Das ist auch so eine Blush-Formulierung. Die schmiegt sich super an. Die ist einfach zu verwenden. Die sind pigmentiert, aber auch nicht zu hoch pigmentiert. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt auch eine Farbe, die nur so einen Hauch von Farbe gibt. Und ich finde auch aber, dass diese Formulierung auch so einen Blurring-Effekt hat. Die Blush-Formulierung lässt die Haut sehr ebenmäßig aussehen, hebt auf keinen Fall irgendwelche Textur hervor. Im Gegenteil, ich habe eher sogar das Gefühl, dass die Textur noch ausgleicht. Und der war jetzt auch schon lange in meinem Schrank gelegen, ohne dass ich ihn benutzt habe. Und ich muss sagen, zu Unrecht auch hier wieder, ich verstehe, warum das bei vielen in den Allzeitfavoriten ist. Ich hatte den gar nicht im Kopf, aber jetzt, wenn ich ihn so benutze, muss ich auch sagen, muss ich meine Allzeitfavoriten tatsächlich noch überdenken. Das ist eine wunderbare Formulierung, die auch sich noch nach Jahren durchgesetzt hat. Von dem her, das ist schon was Besonderes. Dann kommen wir zu Highlightern. Und zwar hat auch Michelle Wong von dem Highlighter von Burberry geschwärmt. Der Fresh Glow Highlighter in der Farbe Nude Gold. Ich glaube, sie hatte zwei Farben gesagt. Ich habe jetzt nur den online gefunden, den kannte ich noch gar nicht, den gibt es wohl auch schon länger und ist wohl eines ihrer Allzeit-Favoriten. Also so ist das Packaging von außen, so der klassische Burberry Print praktisch und so sieht der von innen aus, sehr schön gemacht, ist auch so eine Baked Gelee Formulierung und der sieht schon ziemlich knackig aus, möchte ich mal sagen, also der hat anscheinend schon auch Wumms dahinter. Das ist jetzt hier die Farbe. Auch so ein Champagnerton, so ein bisschen Silber, ein bisschen Gold, so genau die Mitte. Da nehme ich mal von Wayne Goss den Pinsel und gehe da mal leicht rein. Oh je, ich bekomme schon direkt ziemlich viel auf den Pinsel. Jetzt mal schauen, ob das nicht zu viel war. Probieren wir es mal. Ich finde, er hebt so ein bisschen Textur hervor. Ich meine, machen immer alle Highlighter. Aber so ein bisschen mehr auch, als mir lieb ist. Ich gehe mal nochmal mit meinem Puderpinsel drüber. Ist eine wunderschöne Farbe, die gefällt mir sehr gut. Von der Formulierung, da muss ich den nochmal ein bisschen testen. Man fühlt sich total cremig an auf der Haut. Das kann jetzt auch sein, dass es besser ist, mit so einem festeren Pinsel reinzugehen, dass sich es dann einfach schöner verbindet. Ich probiere das nochmal. Jetzt trage ich natürlich viel zu viel auf. So, und dann sieht der so aus. Also von Weitem jetzt im Spiegel finde ich das Ergebnis sehr schön. Von nahem sieht man natürlich die Textur ein wenig. Was aber viele Highlighter machen, werde ich gerne weiter ausprobieren. Von der Farbe her finde ich es sehr gut. Und dann habe ich noch den Givenchy Highlighter. Diese limitierte Edition oder Weihnachtsedition. Ich denke aber, den gibt es auch noch. Da haben auch unheimlich viele von geschwärmt, dass ich den unbedingt mal probieren wollte. Man hat da zwei Farben in diesen Kästchen mit drin.
Habe ich mir mal etwas hier reingegeben und schnapp mir meinen Sonja Chi Pinsel, den Mini Cheek, und gehe da mal rein. Ich vermische das mal so ein bisschen. Bekomme da auch etwas viel Produkt auf dem Pinsel. Das halt mit dieser, ja, von der Dosierung wahrscheinlich etwas schwierig. Jetzt muss ich mal probieren. Ich habe auch gar keine Ahnung. Oh ja, oh wow. Der ist sehr gut pigmentiert. Da darf man auch vorsichtig sein. Das ist mir jetzt auch schon fast zu viel, auch richtig golden. Okay, also das war jetzt, ja, so mittelmäßig viel Produkt, nicht abgeklopft. Also den werde ich abklopfen und vielleicht auch vorher auf den Handrücken auftappen, weil der hat richtig ordentlich Glanz. Ich glaube, man sieht es jetzt hier. Habe ich hier komplett so einen Balken. Macht aber ansonsten auch einen guten Eindruck. Der ist etwas goldener als jetzt der hier. Also der ist etwas heller. Da, also jetzt habe ich gerade Selbstbräuner drauf. Da denke ich, passt das noch ganz gut. Wenn ich so ganz blass bin, weiß ich nicht, ob der nicht einen Tacken dunkel wäre. Aber ansonsten macht er einen schönen Eindruck. Das ist wie mit den Blushes, das ist halt nichts, was man mal eben schnell, man muss es halt erstmal in das Pfännchen, also in den Deckel kippen und dann drauf machen. Und von der Dosierung glaube ich, dass man genau nur so viel in den Deckel bekommt, wie man dann auch braucht. Das wird ein bisschen schwierig sein. Also das ist ein wenig eine Sauerei, aber durch dieses, ja, sehr lose Puder verteilt er sich auch natürlich sehr schön. Also das ist der Vorteil, wenn man natürlich so ganz loses Puder hat, dass verteilt sich einfach auf dem Gesicht etwas anders als so fester gepresstes Puder. Also das, glaube ich, finde ich ganz gut. Werde ich weiter testen. Sehr, sehr spannend. Freue ich mich, zwei neue Produkte entdeckt zu haben und die weiter auszuprobieren. Dann kommen wir als nächstes zu Lidschatten. Und zwar haben ganz viele Easy Heart in ihren Jahresfavoriten und auch Allzeitfavoriten gehabt. Und Easy Heart zählt ja auch zu meinen, ja, auf jeden Fall Allzeitfavoriten, was Lidschattenformulierung angeht. Und sie haben jetzt über Weihnachten diese Palette rausgebracht. Die Paris Etoile Palette, also Etoile heißt ja Stern. Das ist einmal die Verpackung, also so kommt es einmal hier in dieser Umverpackung. Dann kann man das rausnehmen. Auf der Seite sieht das so aus, sehr schön gemacht. Und dann von innen, dann kann man das so aufklappen, hat man einmal einen Spiegel, da ist sogar noch die Folie dran. Das hier ist auch nochmal mit einer Plastikabdeckung geschützt und dann sind das die Farben. Ich klappe das mal um, damit es ein bisschen heller ist. Ja, das ist eine sehr dunkle Palette mit Blau- und Lila-Tönen, also eher so smoky. Gefällt mir sehr gut, ein super ansprechendes Farbschema. Das ist natürlich eine sehr dunkle Palette, weiß ich nicht, wie oft ich die nutzen werde. Ich habe die auch noch gar nicht probiert. Deswegen dachte ich, bietet sich das hier an, vor allem, weil so viele Easy Heart in ihren Favoriten haben. Und ich die Marke auch nur weiterempfehlen kann. Und ich finde, da wird zu wenig drüber gesprochen. Und ich fange mal ganz einfach an und gehe auch jetzt mit dem Chico Hudo Pinsel aus dem, ja, Special Limited Edition Set rein. Das ist so ein flacher Pinsel in den beigen Ton. Einfach so nochmal als Grundlage. Da wird jetzt nicht viel passieren. Das ist auch immer sowas, sind ganz gute Töne auch nochmal zum Ausblenden. Das ist einfach nur mal schnell und grob übers gesamte Lid. Und dann wird es nämlich schon sehr dunkel. Ich muss mal schauen. Man könnte jetzt einfach entweder nur so lila gehen oder halt mit dem Blau und dem Schimmer hier. Man könnte auch ein bisschen heller bleiben, wenn man den nimmt. Das sind jetzt die drei dunkleren matten Farben. Fangen wir an mit einem Wayne Goss Nummer 4 Pinsel und gehe in den blauen Ton. Mal vorsichtig. Und gebe mir den aber auch jetzt mal ganz vorsichtig nur hier außen hin. Also ich gehe gar nicht so hoch in die Crease, sondern nur, ja, halt mich so ein bisschen tief. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, dunkler, blauer Ton. Ich gebe mir dann auch gleich
etwas hier runter. Dann sieht das erstmal so aus. Ich schnapp mir jetzt noch einen kleineren Pinsel, diesmal von Sonia G aus dem Lotus Set, den Soft Definer, und gehe in den dunklen, ja, lila Ton. Gib mir den nochmal hier so ganz in die Ecke und ein wenig hier mit rein. Also man sieht schon das Lila, und auch das gebe ich hier ganz vorsichtig hier hin. Und dann hätten wir jetzt einen, ja, so lila dunklen Schimmer und einen, ja, mit so ein bisschen Blau. Das sind die zwei Farben. Beide wunderschön. Ich würde jetzt aber fast dadurch, dass ich jetzt hier mit dem Lila angefangen habe, auch den lila Schimmer nochmal benutzen. Dafür schnappe ich mir den Reffer Nummer 21 Pinsel und gehe in den lila Ton und gebe mir den mal etwas hier hin. Lass das vordere Drittel lasse ich frei. Und dann sieht das so aus. Ich wische mir den Pinsel mal ab und gehe doch nochmal in diesen blauen Ton und gebe mir den ganz hier außen nochmal mit hin. Der hat Glitzer mit dabei und da habe ich auch etwas Fallout. Und gebe mir das auch etwas hier drunter. Also bei den Farben, die auch so dunkel ist, bietet sich natürlich wieder an, das Augen-Make-up vorher zu machen, weil ich habe jetzt hier doch einiges an Fallout. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich versuche das mal vorsichtig wegzuwischen. Ich nehme mal da meinen, das ist so ein ganz fluffiger Pinsel, auch aus so einer, ja, Sonderedition jetzt zum China New Year. Das mit dem Tiger drauf. Ja, das geht so semi-gut mit den dunklen. Auf der Seite hat es jetzt sehr gut geklappt. Auf der Seite müsste ich dann nochmal so ein bisschen mit Puder oder irgendwas drüber. Ja, doch, es ging. Aber so ein bisschen, so ein wenig Glitzer habe ich da noch. Stört mich ja immer nicht so sehr. Und dann haben wir noch zwei helle Farben. Einmal so ein silbernen Ton und so ein rosigeren Ton. Und ich würde mir jetzt in dem Fall den rosigeren Ton schnappen. Auch wieder mit demselben Pinsel. Und gehe da hier vorne nochmal mit rein, um ein bisschen Helligkeit reinzubringen. Das ist eine super schöne Farbe. Nehme mir jetzt nochmal so einen kleineren Pinsel und gehe in diesen lila Shimmer Shade. Und gebe den hier so in die Mitte. Und jetzt nehme ich nochmal so einen ganz großen, fluffigen Pinsel, gehe in diesen Beige-Ton und verblende hier nochmal die Kanten ein wenig. Das geht super gut, muss ich sagen. Und dann sieht das so aus. Sehr schön. Ist halt ein sehr smokiger Look, was mir an der Palette gefällt. Obwohl man nur 8 Farben drin hat, kann man doch in einige Richtungen gehen. Man kann mehr in so Blau gehen. Man hat noch das Grau dabei. Das habe ich jetzt gar nicht benutzt. Also man kann die auch so praktisch in diesen Quads benutzen. Sehr schön. Also gefällt mir richtig gut. Ich habe diese Farbkombi so zusammen nicht. Das ist nicht eine Palette für jeden Tag, aber doch eine, die ich bestimmt das eine oder andere Mal rauskramen werde. Und für mich einfach stellvertretend für Viseart. Also auch so dunkle Farben sind ja immer nicht ganz so einfach. So lila, dunkles Blau. Und ich finde, das sieht ganz gut aus, obwohl ich jetzt nicht wirklich viel Zeit mit Verblenden verbracht habe. Gefällt mir das doch schon mal sehr gut. Ich mache jetzt Mascara drauf und dann sehen wir uns gleich. So, und dann ist das der fertige Augenlook. Ich habe jetzt noch ein bisschen blauen Kajal von Wayne Goss einfach in die Wasserlinie und meinen oberen Wimpernkranz verdichtet. Mascara drauf. Ich finde, das passt perfekt zu Paris bei Nacht. Also so fühle ich mich auch. Das ist ein sehr schöner Look. Gefällt mir gut zum Weggehen. Gefallen mir die Farben, das Blau und das Lila, super gut. Kann ich mir doch vorstellen. Und es ist gewohnt gute Viseart-Qualität.
Also ich bin sehr begeistert und wie sie hat, falls man es noch nicht probiert hat, kann ich wärmstens empfehlen, gefallen mir sehr gut. Was sagt ihr zu dem Augenlook? Ein Farbschema, das mich doch wieder etwas aus meiner Komfortzone rausbringt. Dann habe ich noch Lippenstift und zwar auch, ja, Michelle Wang hat davon erzählt und ja, Britt Clark, also einige der amerikanischen YouTuber, die ich gerne sehe, haben von den Armani Lipsticks gesprochen und zwar die Lip Power Long Wear Vivid Color Lipstick. Ich habe da zwei Farben. Der sieht von außen, sieht der so aus. Ich habe da in Deutschland noch gar nichts gehört. Ich weiß auch gar nicht, sind die neu, sind die alt. So ist die Form. Das ist eine Plastikverpackung mit einem normalen, also keinen magnetischen, sondern Klickverschluss. Sieht so ganz schön aus mit dem Schwarz und dem Rot. Und das ist jetzt die Farbe 104. Das ist so ein nudiger Ton. Und dann habe ich noch die Farbe, ich glaube, ich habe dazu ähnliche Farben genommen. Die Farbe 103, hätte ich mir denken können, wenn die nur eins auseinander sind. Und der ist einfach so ein bisschen peachiger. Das ist die 103, der peachige und der andere ist die 104. Zu dem Augenlook, denke ich, nehme ich die 104, also den so ein bisschen rosigeren, also mit dem mehr Pink drin. Der ist mir fast einen Tacken hell. Ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen dunkler, als ich dachte, das wäre so meine Lippenfarbe. Aber der ist doch ziemlich hell. Der ist sehr cremig. Er setzt sich so ein bisschen auf meine trockenen Stellen, aber meine Lippen sind im Moment nicht geeignet für... Ja, eigentlich Lippenstift-Reviews. Ich habe so viele hier liegen und wollte eigentlich extra ein Video machen und warte die ganze Zeit, bis meine Lippen sich etwas beruhigen. Fühlt sich erstmal ganz gut an, hat einen leichten Glanz, ist sehr cremig. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dann die Haltbarkeit ist, wenn die so cremig sind. Ich mach mal den ab und den anderen drauf. Der ist auch so hell, die werden mir fast ein Ticken zu hell sein. Man darf ein paar Mal drüber gehen. Das ist eher so eine leichte Deckkraft erstmal. Und das ist jetzt die Farbe 103, auch sehr hell. Der gefällt mir fast ein Ticken besser, obwohl ich eher eigentlich zu so blaustichigen Lippenstiften tendiere. Fühlt sich sehr cremig an. Sitzt jetzt nicht ganz so schön auf meinen Lippen, aber wie gesagt, das will ich jetzt nicht beurteilen, weil meine Lippen einfach in einem zu schlechten Zustand sind. Ich werde den auf jeden Fall weiter ausprobieren. Auch beide Farben, auch mal mit Lip Liner. Gerade den, ich denke, mit Lip Liner sieht das dann ganz gut aus. Ansonsten insgesamt mein Make-up gefällt mir heute ganz gut. Die Favoriten von anderen haben doch sehr gut bei mir funktioniert und ich bin auch gespannt. Es waren ja ein paar neue Sachen für mich dabei. Also einmal die Lippenstifte, der Primer von Armani, den werde ich weiter austesten. Und vor allem, also für mich so ja am spannendsten, ist von Trish McAvoy das Instant Eye Lift. Das werde ich weiter ausprobieren. Jetzt im ersten Moment macht es einen sehr schönen Eindruck. Mal gucken, was da noch passiert. Dann war es das jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Reinschauen. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.